Mein Name ist Hans-Peter Weicher und ich bin einer Ihrer Gastgeber im Parkhotel am Rhein. Ab und zu möchten Sie Ihre Gäste mit etwas Besonderem überraschen. Dazu gehört ein feierlich gedeckter Tisch mit schön gefalteten Servietten. Die Serviette ist eine der Visitenkarten in den Restaurants. Wir unterscheiden zwischen gelegten und gebrochenen Servietten. Es gibt viele Möglichkeiten, die Servietten zu falten, von den einfachen bis zu den schön verspielten. Die Tendenz in den Restaurants geht eindeutig zu den gelegten Servietten aus hygienischen Gründen, da wir die Serviette beim Brechen viel zu viel in die Hand nehmen müssen. Ich möchte Ihnen jetzt zwei Formen zeigen. Einmal eine einfache Form, das ist der Hut. Und jetzt zeige ich Ihnen noch die zweite Form, die gebrochene Form, das ist der Stern. Ausgangssituation ist wieder eine Serviette gebügelt und ungefalten. Ich schlage sie von oben nach unten, streiche drüber. Mache die Serviette auf und jetzt schlage ich die untere Seite bis zur Mitte und die obere Seite ebenfalls bis zur Mitte nach innen ein. Drücke dann noch einmal alles fest zusammen. Letzter Schritt ist dann, dass ich die Serviette ausbeule und platziere.